Hallo nach Japan, hier ist André Schürrle. Wir freuen uns sehr, nach Japan zu kommen, um auch dort zu spielen, um euch zu begeistern, um euch kennenzulernen zu dürfen. Und deswegen, wir freuen uns bis dahin. Es ist natürlich nicht so populär hier in Deutschland, der japanische Fußball, aber die Urawa Red Diamonds, ne? Heißt der? Diamonds, Urawa Red Diamonds, sind auch bekannt hier. Man kennt sie vom Namen. Ich glaube, sie hatten noch mal einen deutschen Trainer. Und von daher, ja, ich weiß jetzt nicht zu viel darüber, aber man kennt sie natürlich. Sehr gut, das ist natürlich sehr interessant für uns. Solche Touren sind natürlich für einen Verein sehr wichtig, aber auch für einen Spieler, mal verschiedene Kulturen zu sehen, gegen verschiedene Kontinente, auch gegen Mannschaften dort zu spielen. Und von daher ist es sehr interessant und wir freuen uns drauf. Ich freue mich auch. Zum ersten Mal wird das in Japan dann für mich sein und von daher wird das mit Sicherheit sehr interessant. Ja, es ist immer schön, natürlich einzeln rauszupicken. Allgemein sind wir, glaube ich, eine Mannschaft mit sehr, sehr viel Qualität auf allen Positionen und viele sehr, sehr gute Spieler und ich glaube, ja, egal wer da auf dem Platz steht oder was auch immer, die japanischen Fans können sich freuen, dass da ja, sehr viel Qualität ist und sehr, sehr guten Fußball gespielt wird.